Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Heute geht es um Monster. Naja, kleine Monster im Boden. Ich möchte euch heute das Thema Bodenbiologie ein bisschen näher bringen. Es ist sehr kompliziert und es gibt sehr viele Fachworte, sehr viele Fachbegriffe in dieser Thematik. Ich habe mal wieder eine Präsentation erstellt für euch und da steigen wir jetzt ein. Und ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß damit. So, jetzt schalte ich mal um. Genau, Rasenpflege für Rasenfreaks, Bodenbiologie. Es geht also um Bodenbiologie und deswegen habe ich mal so ein kleines Monster damit einlaufen lassen. Wir gucken mal wieder genauer auf die Rasentragschicht, nämlich in den Boden hinein. Normalerweise sieht man ja nur von oben drauf. Jetzt schauen wir mal in den Boden hinein und schauen uns mal an, was da so alles kreucht und fleucht. Die Bodenmatrix, das nennt sich nämlich Bodenmatrix. Der Boden besteht tatsächlich aus vier verschiedenen Teilen. Und zwar hauptsächlich 45% ist das mineralisches Material. Steine auf Deutsch gesagt, Sand und Steine. Dann haben wir 5% organisches Material. Kommen wir gleich noch weiter zu. Und wir haben 25% Wasser und 25% Luft. Das heißt also, wir haben 50% Festsubstanzen, also festes Material, und ca. 50% Porenvolumen. Und das ist eigentlich schon der ideale Zustand. Hälfte feste Materie, Hälfte Löcher, in denen dann Wasser und Luft sich sammeln oder reinziehen kann. Ganz, ganz wichtig, auch dass dieses Verhältnis so passt. Wenn der Boden zu stark verdichtet ist, wenn zu wenig Luft im Boden ist, gibt es nur Probleme. Machen wir nochmal später ein bisschen ausführlicher. Ja, wir schauen uns heute mal diese Festsubstanzen an, wie er so schön heißt. Also nur die eine Hälfte. Und das, wie gesagt, sind ungefähr 90-98% Mineralien und der Rest, also 2-10% Organik, also der organische Anteil hier in Form der Zelle mal dargestellt. Und zu dem Mineral wollen wir jetzt heute nicht so viel erzählen. Ein wichtiger Bestandteil ist, dass dieser mineralische Anteil sehr stark die sogenannte Kationenaustauschkapazität, KAK abgekürzt, dass dieser Anteil die Kationenaustauschkapazität sehr stark beeinflusst. Da fliegen im Boden, ich sage es mal jetzt ganz kurz und knapp, Ionen herum, positiv und negativ geladene Ionen, also Kationen und Anionen. Und diese Kationen, die haften sich an die Bodenteilchen an. Und was noch wichtig ist, natürlich der pH-Wert des Bodens. Der sollte ja idealerweise zwischen 6 und 7 liegen für unsere Rasentragschichten, weil der beeinflusst auch sehr stark die Zusammensetzung des Bodenlebens. Das will ich heute aber auch nicht vertiefen. Ich will mich um die Organik heute ein bisschen kümmern. Und zwar um diesen organischen Anteil. Der besteht nämlich aus toter Organik, aus totem Material, den toten abgestorbenen Pflanzen und den abgestorbenen Tieren, das nennt sich Humus, und aus dem Bodenleben, und das heißt in der Fachsprache Edaphon. Das Edaphon, also das ist das Bodenleben, hier so Bakterien, auch so kleine Kriechtiere. Humus wiederum setzt sich zusammen aus Dauerhumus und Nährhumus, und das Edaphon setzt sich zusammen aus Bakterien, Pilzen, Algen, Pflanzenteile und eben auch den Tieren. Wir schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Der Humus, eben Dauerhumus und Nährhumus. Dauerhumus, das sind die Huminstoffe, von denen ihr vielleicht schon öfters was gehört habt. Und Nährhumus, das ist alles, was von Lebewesen verarbeitet werden kann. Kohlenhydrate, Proteine und so weiter. Huminstoffe. Huminstoffe werden wir auch jetzt nicht so stark vertiefen. Ich will bloß ganz kurz mal erklären, was Huminstoffe sind, was die so können, wozu die gut sind. Eine Sache auch schon mal ganz wichtig, Huminstoffe sind auch sehr wichtig für die Kationenaustauschkapazität. Da haften nämlich sehr, sehr gut
die Kationen dran. Und man sieht ja mal so ein Huminstoffmolekül, ist jetzt schon wirklich ein bisschen chemisch, ich weiß. Und das ist aber sehr komplex und hat sehr viele offene Enden. Das heißt, an den Huminstoffen kann sich sehr viel ranhängen. So mal das als Hauptpunkt. Andererseits können Huminstoffe sehr gut Wasser speichern und durch diese Struktur des Moleküls können sie auch sehr gut Nährstoffe festhalten und auch wieder abgeben. Ja, also Huminstoffe haben eine hohe Kationaustauschkapazität und sie liefern auch Mineralstoffe, weil die werden umgesetzt, diese Huminstoffe, in Stickstoff, Schwefel und Phosphor. Also auch da sind sie sinnvoll. Und ein ganz wichtiger Punkt ist noch die Entgiftung unseres Bodens. Denn diese Huminstoffe können aufgrund ihrer Molekülstruktur sehr, sehr, sehr gut Schwermetalle festhalten, vor allen Dingen wohl Aluminium. Das soll soweit gewesen sein zu den Huminstoffen. Reicht, glaube ich, auch. Aber Fakt ist, Huminstoffe auch in den Boden hineinzubringen, ist durchaus sehr, sehr, sehr sinnvoll. Ja, Nährhumus. Was ist Nährhumus? Nährhumus ist die Nahrung. Das sind die abgestorbenen organischen Stoffe, wie der Rasenschnitt eben allen voran, der ja, wenn er nicht aufgenommen wird, auf den Boden fällt. Dann die abgestorbenen Stolonen, also die Sprossausläufer oberirdisch, Rhizome, Sprossausläufer unterirdisch, das heißt Pflanzenteile und auch selbst die Wurzeln, die dann im Boden abreißen, absterben. Das nennt man übrigens auch Streu, nur dass ihr mal das gehört habt. Und eben die toten Bodenorganismen, allen zusammen, ist das halt eben die Nahrung, sind das die Nährstoffe für das Bodenleben. Schauen wir uns jetzt eben die Lebewesen an, das Edaphon, die Konsumenten, die also diese Nahrung verarbeiten. Warum, sage ich gleich. Ja, da gibt es jetzt vier Formen von diesen Lebewesen. Die Bodenhafter nennt man die, das sind die Bakterien und Pilze. Die Bodenschwimmer, die können sich also schwimmmäßig durch die Bodenstruktur bewegen, vor allen Dingen in Flüssigkeiten, Flagellaten, Ziliaten, Rädertierchen und so weiter. Ich werde das jetzt nicht vertiefen. Schaut es gerne selber nach, wenn ihr wissen wollt, was das für Schwimmer da im Boden sind. Dann die Bodenkriecher, die sind uns schon vielleicht ein bisschen mehr bekannt, allen voran die Nematoden, die wir ja einsetzen, um die Engerlinge zu bekämpfen. Also gibt es auch so andere Bodenkriecher. Und die wir nicht so mögen, die Bodenwühler, allen voran die Würmer, Ameisen, Termiten, hier auch mal mit genannt, die Nager und Maulwürfe, also alles, was jetzt ein bisschen größer ist und Gänge gräbt oder Häufchen bildet, sind die Bodenwühler. Das ist alles das Edaphon. Und faszinierenderweise, man sagt ja immer, ne, in so einer Hand Erde sind mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde. Ich habe eine andere Zahl, in einem Hektar Boden, also 10.000 Quadratmeter Boden, ungefähr so bis 12 cm Tiefe, leben ungefähr 15 bis 20 Tonnen Lebewesen. Wenn ihr wisst, was eine Tonne ist, also 15 bis 20 Tonnen Lebewesen in einem Hektar Boden, das ist so der offizielle Wert. Also da ist schon ganz schön viel los. Und was machen denn nun eigentlich diese Viecher? Ja, sie sorgen dafür, dass aus dem Nährhumus Nährstoffe entstehen. Und zwar, das sind ja die abgestorbenen organischen Stoffe, der Nährhumus. Und diese Mikroorganismen, dieses Tierleben im Boden setzt den Nährhumus um in anorganische Substanzen. Ich will jetzt heute nicht hier die Formeln aufschreiben, die das vielleicht genauer erklären, aber diesen ganzen Vorgang nennt man Mineralisierung. Und ich habe das jetzt mal ein bisschen anschaulicher dargestellt. Also wir haben hier unseren Apfel, ne, unsere Nahrung für die Monster. Und die kommen nämlich jetzt an die Monster und verwerten die Nahrung. Ne. Mineralisierung passiert jetzt, die fressen das alles auf, setzen das um in mehreren Schritten auch und es entstehen Nährstoffe. Irgendwann ist die Nahrung aufgebraucht, die Monster verschwinden und übrig bleiben die pflanzenverfügbare Nährstoffe. Allen voran hier Ammonium und Nitrat, Calcium, Kalium, Natrium, Magnesium und der Wasserstoff. Das sind alles pflanzenverfügbare Nährstoffe.
Und wie das jetzt mit den Nährstoffen funktioniert, das machen wir im nächsten Video. Das soll es heute mal etwas kürzer gewesen sein zum Thema Bodenbiologie. Ich hoffe, es war halbwegs anschaulich, was da so passiert. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr wisst, welche Themen noch kommen. Ich habe es hier nochmal aufgelistet. Also wir haben noch eine Menge vor. Danke fürs Zuschauen. Bleibt dran. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Tschüss. Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Ich bin mal wieder jetzt in meinem kleinen Studio hier. Es gibt nämlich eine neue kleine Videoreihe. Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ein Rasenfreak will's wissen. Was sage ich heute eigentlich? Ich bin noch nicht richtig drauf. Hallo lieber Rasenfreaks. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ein Rasenfreak will's wissen. Ja, nein. Hallo lieber Rasenfreaks. Herzlich willkommen zum